Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal, Influencers. Mein Name ist Louise, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreative Kopf, aber auch Fempreneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Social Success. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso wie ich, dass es eine neue Folge gibt. Und zwar gibt es mal wieder eine neue Folge in der Kategorie How to IG. Und ich freue mich riesig, dass ich einen Special Guest für diese Folge gewinnen konnte. Und zwar ist das eine meiner engsten Freundinnen, Denise. Und ja, vielleicht kennt ihr sie bereits unter ihrem Künstlernamen Denise MSKI. Ich verlinke ihren Instagram-Account übrigens auch in den Shownotes, da könnt ihr nochmal vorbeischauen. Und man muss dazu sagen, dass sie auch einfach extrem hübsch ist. Sie ist sehr fotogen und ich glaube, ich kenne ungelogen niemanden, der sich so gut schminken kann wie sie. Daher muss man natürlich auch sagen, dass sie genau weiß, wie sie sich am besten vor der Kamera in Szene setzen kann. Und in dieser Folge sprechen wir deshalb auch unter anderem darüber, wie auch ihr mit einigen Tipps und Tricks, die ihr in dieser Folge erfahren werdet, euch möglichst perfekt vor der Kamera verhalten könnt. Oh Gott, war das gerade ein langer Satz. Ich hoffe, der hat Sinn ergeben. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, die bis zum Ende anzuhören. Denise hat nämlich 2,5 Jahre Erfahrung auf Insta, beziehungsweise hat in der kurzen Zeit 900.000 oder knapp 900.000 Follower aufgebaut. Witzige Side-Story. Wir kennen uns, seitdem sie Insta hat. Also sie hatte davor schon mal einen Account, den hat sie aber deaktiviert. Und seit ihrem aktuellen Account, seitdem sie den eine Woche hatte, kennen wir uns. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Naja, jedenfalls wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Wenn ihr am Ende angekommen seid, dann dürft ihr sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen auf iTunes, wenn ihr natürlich auch Spaß an der Folge hattet. Aber ich würde mich sehr darüber freuen. Hört auch gerne bei den anderen Podcast-Folgen dabei. Und jetzt quatsche ich nicht länger rum und wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo aus unserem provisorischen Studio. Ich bin hier mit der lieben Denise. Sag mal hallo. Hi. Hallo. Cringe. Wir machen übrigens Uncut, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt wird. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, aber wir dachten uns, dass wir trotzdem ein bisschen Tipps und Tricks mit euch teilen wollen zum Thema Social Media. Oh, hat es gerade geklingelt? Ja. Okay. Ja, wir machen doch einen Cut rein in der Uncut-Folge. Also, wir sind wieder zurück. Es hat gerade geklingelt, deswegen willkommen in der Uncut-Version im Leben eines Influencers. Nein, Spaß. Aber ey, wir haben uns tatsächlich, ganz kurze Vorstory, wir haben uns nur dank Instagram kennengelernt, sonst würden wir uns gar nicht kennen. Ist echt so. Ist wirklich so. Geschrieben. Ja, Mann. Wir wurden verkuppelt. Aber witzigerweise, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass meine Sendung auch gerade zugestellt wurde zu Hause. Wir sind ja richtige Klischee-Influencer. Man bekommt Pakete zugeschickt. Oh Gott, I'm sorry. Na gut, jedenfalls wollten wir in dieser Folge mit euch ein paar Tipps und Tricks teilen, beziehungsweise ich wollte Denise fragen zu 3 ihrer besten Tipps, weil sie meiner Meinung nach ein sehr fotogener Mensch ist und sehr selbstbewusst vor der Kamera strahlt. Und daher... Du musstest ja wissen, du hast eben Bilder von mir gemacht. Ja, ich habe gerade eben Bilder von ihr gemacht. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen. Und deshalb, gib uns mal den besten Tipp, wie man sich selbstbewusst vor der Kamera verhalten kann. Das ist immer so... Kennst du es, wenn man so sich vorher nichts überlegen konnte und dann... Wir so sind spontan, deswegen. Von heute jetzt sofort. Vielleicht ist es gerade so der Tipp, man nicht zu viele Gedanken machen. Ja, man soll sich einfach nicht so viele Gedanken machen. Klar, man macht sich vorher, also ich mache mich für Fotos immer sehr hübsch. Ich trage ja gerne viel Make-up, mache meine Haare schön. Und ich finde, wenn man Fotos macht, also dann schminke ich mich immer ein bisschen doller, weil das halt auf Fotos immer nicht so doll aussieht wie in Realität, sage ich mal. Also da kann man schon mal ein bisschen Highlighter auftragen oder ein bisschen mehr Blush. So, das sieht man auf der Kamera nicht so doll, sage ich mal. Ja, natürlich, gute Beleuchtung ist das A und O. Ja. Vor allem, wenn man, also ich meine, wenn man unreine Haut hat oder so, mit der richtigen Beleuchtung kannst du es auch verstecken, sag ich mal. Ne? Und mit Make-up. Mit Make-up natürlich. Richtig gut. Hast du irgendeinen Tipp vielleicht zur Stellung? Aber wie man sich am besten hinstellen soll oder hinsetzen soll? Ja, zur Haltung? Also, ich finde, man sagt ja auch so, bei Prinzessinnen ist es ja auch immer so, Bauch rein, Brust raus. Kopf hoch, genau. Das ist halt auch auf Fotos so. Aber ist es gut, dass man sich hier seinen Kopf wirklich hochnimmt? Weil man, okay, also es kommt immer drauf an, ne, wie man, was für ein Foto man machen möchte. Aber man sollte halt auch nicht so seinen Kopf so weit runter machen, dass man jetzt ein Doppelkinn hat. Ne? Ja. Also bei mir ist es immer so. Deswegen gibt er auch den Tipp, dass man seine Zunge oben an den Gaumen pressen soll, dann hat man mehr Jawline.
Ach krass, ich habe es gerade mal ausprobiert. Also ich sehe jetzt, ich weiß nicht, ob du gerade. Doch, es funktioniert. Leute, wenn ihr das gerade anhört, stellt euch vor den Spiegel. Ich glaube, das funktioniert. Ey, richtig guter Tipp hier, ja, siehst das du? funktioniert, aber echt. Ich mache das wirklich immer, vor allem so seitliche Fotos. Ich finde das immer viel schöner. Ach, Wahnsinn, richtig gut, weil ich nehme mein Kopf, ich bin nie hoch, weil ich finde, dann sieht mein Kopf so eierförmig aus. Ich nehme den halt lieber, ich nehme ein bisschen weiter runter, damit ich so ein bisschen jünger und frischer aussehe. Ja. Und dann nehme ich jetzt einfach nur noch den Zunge an den Gaumen und dann sehe ich richtig, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich mache auch immer so ein bisschen meine Augenbrauen hoch, so leicht, Echt? damit meine Augen so ein bisschen geöffneter aussehen. Ach, das ist ja voll der gute Tipp. Aber da muss man doch voll aufpassen, dass man jetzt nicht Falten auf der Stirn bekommt, oder? Oder wie machst du das? Ich habe keine Falten. Okay, auch Botox, nein, Spaß. Naja, aber ich finde auch bei Fotos, dass die Bearbeitung macht es auch, ne? Also vor allem, ich bearbeite ja mit Lightroom und auch manchmal mit Airbrush, auch so eine App, wo du halt deine Makel, sage ich mal, so ein bisschen retuschieren kannst. Ja. Und ich finde, die richtige Bearbeitung macht es halt auch aus. Ein Bild kann so kacke aussehen, aber wenn du Ja. die richtige Bearbeitung drauf klatscht, kann es Auf jeden Bombe Fall. aussehen. Du kannst ja auch so, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du ein paar Pickel mal wegretuschierst. Übrigens, das hier ist, wenn wir jetzt Apps nennen, das ist keine Werbung. Was mir auch gerade einfällt, ist, dass man ganz oft durch die Perspektive des Handys verzerrt wird. Sprich, dein Fuß oder dein Gesicht sieht zum Beispiel viel größer aus als in Realität. Und deshalb finde ich es teilweise sogar wichtig, deine Fotos zu bearbeiten, weil sie erst dann realitätsgetreu werden. Weil viele sagen ja, man soll sie nicht bearbeiten, dann ist es fern der Realität. Aber es Das ist eigentlich stimmt genau das nicht. Gegenteil. Vor allem siehst du auf Fotos einfach, also in manchen Positionen siehst du so unvorteilhaft aus. Ja. Der dünnste Mensch der Welt könnte auf einem Foto, ja, jetzt nicht dick, aber Ja, so ja, ja. unvorteilhaft fotografiert sein. Auf Weißt du, was jeden ich Fall, meine? ja. Also so, es macht halt schon vieles aus und ich finde, jeder Mensch sieht auf Fotos anders aus als in echt. Ja, findest du? Ja, also man sieht schon, ja, man erkennt schon, wer das ist, aber ich finde, man sieht einfach in echt nochmal, Ein ist halt was Unterschied, anderes, ja, auf als jeden wenn du Fall. jetzt eine Person auf dem Bild siehst. Ja. Ich überlege gerade, was hast du sonst noch so für Tipps, um selbstbewusst vor der Kamera zu agieren? Gibt es da irgendwie noch solche Ich Tipps? finde, das ist auf jeden Fall auch Übung. Ich habe ja heute, oder wir haben ja heute ein bisschen meine ersten Shooting-Bilder angeguckt, Stimmt. wie schüchtern ich dann noch war. Ich stand mit verschlossenen Armen so vor meinem Bauch und so. Es war halt alles. Man muss halt auch die richtige, also richtig stehen können. Gerade stehen. Die Beine dürfen nicht so verkrummt sein. Schultern zurück am Ja, und besten. die Arme dürfen nicht so. Wenn du deinen Körper bedeckst, dann wirkst du nicht selbstbewusst so vor Oh, der das stimmt, ja. Kamera. Du musst dich ja nicht irgendwie nackt präsentieren oder so, aber einfach ein bisschen. Ja, Brust raus einfach, so wie uns sagt, auch wirklich fühlen. Und Ja, ich glaube, Mann. das war ein guter Tipp, dass man wirklich in die Übung kommt. Wenn wir uns so Bilder angucken von vor 3 Jahren, das ist ja eigentlich nicht lang her, dann ist das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also man muss wirklich, vielleicht als Tipp an dieser Stelle, einfach mal so ein bisschen probieren, ein paar Fotos machen, ein paar Shootings machen. Man muss die Fotos ja nicht direkt veröffentlichen und dann hinterher gucken, was sah auf den Fotos gut aus und was sah weniger gut aus, was man verbessern kann. Und dann sich so nach und nach optimieren. Ja, manchmal mache ich auch Fotos, wo ich so denke, boah, diese Pose sieht bestimmt jetzt richtig komisch aus. Aber auf der Kamera sieht es dann halt gut aus. Also manchmal denkt man, boah, ich fühle mich richtig komisch mit Ja. dieser Pose. Aber es sieht dann halt gut aus. Und man muss natürlich auch darauf achten, was man anzieht, was halt, sage ich mal, gut aussehen könnte. Manches sieht in echt nicht so gut aus wie für ein Foto, sage ich mal. Manche Ja. Tops kann man zum Beispiel in der Öffentlichkeit nicht anziehen, aber auf Bildern gut. Ja. Und was es auch für Tipps und Tricks gibt, ist zum Beispiel, wenn, dass man einfach ranzoomt. Also wenn man jetzt mit der Kamera filmt, sage ich schon, fotografiert, hat das ja auch eine gute Qualität. Und wenn dann die Beine ein bisschen komisch dastehen, dann schneidest du die einfach ab. Dann kann es Ja, immer noch und gut vor allem aussehen. sollte man auch mit der Kamera nicht nah ans Gesicht gehen, sondern dann lieber ranzoomen, weil wenn man nah ans Gesicht rangeht, statt ranzuzoomen, dann sieht das manchmal so fischeimäßig aus und beim Ranzoomen gar nicht. Kennst du Fischei-mäßig. nicht diesen Effekt, diesen Ach, du meinst Fischei? Fischauge, Ja. ja. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, und das meine ich nämlich, weil Leute sagen immer, man soll Fotos nicht bearbeiten, damit es wahrheitsgetreu aussieht. Aber das stimmt nicht, weil du wirst ja genau dadurch so verzerrt. Und das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst. Das hat mir mal ein Fotograf erklärt. Da hat er meinen Fuß kleiner bearbeitet und habe ihn gefragt, warum. Und er meinte, weil der Fokus der Kamera auf meinem Fuß lag, dadurch sah der Fuß gigantisch aus und dabei habe ich voll kleine Füße. Und er meinte, das entspricht nicht der Realität. Und da habe ich das erst gecheckt. Also nicht direkt denken, dass eine Bearbeitung per se was Schlechtes ist. Das heißt ja, also man soll jetzt natürlich nicht sein
Gesicht komplett verändern und alles. Ja, oder solange man seinen Körper jetzt nicht komplett so aussehen lässt wie ein Kardashian, sag ich mal so. Also komplett verändert, ja, genau. Aber jetzt, so, das finde ich richtig gut. Aber so kleine Makel, die einen stören, ich meine, finde ich auch nicht das verkehrt. Das macht jeder. Das ist genauso, wie wenn du zum Beispiel deinen Arm eng anliegen hast, dann wirkt der breiter, als er in Realität ist, einfach nur, weil du ihn fest angelehnt hast. Und dann finde ich es teilweise auch, je nachdem, es kommt jetzt immer auf das Maß der Dinge an, dann finde ich es aber gerechtfertigt, wenn du das bisschen ins Gerade rückst, wirklich. Ja, finde ich auch. Ne, finde ich auch. Und deswegen finde ich ein gutes Ende für die Folge, dass man sozusagen nicht per se sagt, Bearbeitung ist was Schlechtes, das stimmt nicht. Man kann so viel aus Fotos noch rausholen. Übt wirklich ein bisschen das Selbstbewusstsein oder übt einfach vor der Kamera, um selbstbewusster zu werden und dann nicht unter Druck setzen, glaube ich auch. Und mit der Zeit einfach gucken. Und was auch noch gut ist, ihr könnt auch mal bei Profilen, die ja in eurer Nische zum Beispiel sind, könnt ihr gucken, was die für Fotos machen und euch da inspirieren lassen. Nicht nachmachen, aber inspirieren lassen, wenn man selber keine Ahnung hat. Vielleicht screenshotten und dann in einem Album abspeichern, dann hat man immer coole Posen auf Lager. Oder? Das haben wir ja auch schon ganz oft gemacht. Ja. Oder wenn man sich einfach unsicher ist, kann man sich bei Profis ein bisschen was abgucken. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Genau. So lang, also ich finde, selbst wenn du eine Pose nachmachst, das ist ja jetzt kein Kopieren oder so. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja was anderes, wenn du ein kreatives Bild komplett nachmachst. Okay, cool. Sehr nice. Dann danke ich dir für deine Tipps und Tricks. Vor allem am Anfang meinte Denise noch, dass sie sich nicht sicher ist, ob ihr jetzt was Gutes dazu einfällt. Aber ich fand, wir hatten voll die guten Tipps, auch das mit der Jawline. Ne? Ich bin gerade selber, ich denke mir so, wow, richtig gute Folge. Richtig cool. Also wenn ihr Denise noch nicht kennt, dann dürft ihr sehr gerne mal auf ihrem Instagram vorbeischauen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und schaut vorbei. Freut übrigens, wir haben ja gerade die Fotos gemacht. Es gibt bald ein cooles Gewinnspiel. Ach so, keine Werbung an der Stelle wieder. Ja, Luise, du wirst von mir bezahlt, damit du es sagst. Nein, werde ich nicht. Bevor jetzt so ein Anwalt auf einmal vor meiner Tür steht. Nein, Spaß. Wird schon nicht passieren. Okay, Leute, dann hoffe ich, dass diese Tipps für euch sehr hilfreich waren. Und wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.